Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Video von Ich, die Anderen und die Vielfalt. Ich bin Lea. Und mein Name ist Selina. Letztes Mal habt ihr im Video von unserer Kollegin Anna eure Stärken und Schwächen kennengelernt. Ihr habt darüber geredet, dass manche Dinge besonders gut können und manche Dinge eben auch nicht so gut können. Dabei habt ihr auch Tom und Mila kennengelernt, die ganz viele Briefe an ihre Freunde geschrieben haben. Heute geht's auch wieder mit Tom und Mila weiter, denn Tom und Mila haben ganz viel Antwort von ihren Freunden bekommen. Und darüber werdet ihr jetzt was erfahren. Nachdem Tom und Mila in den letzten Wochen eifrig Briefe geschrieben hatten, in denen sie ihre Freunde nach ihren Stärken und Schwächen gefragt haben, warteten sie auf Antwort. Als der Briefträger an diesem Morgen an Milas Haustür klingelte, die ihre Mutter aufmachte, hörte sie dumpf die Worte: "Ich habe hier etwas für Mila." Sie konnte es gar nicht fassen und rannte eilig die Treppe herunter. Es ist bisher selten vorgekommen, dass sie Post erhalten hatte. Also stand sie mit erwartungsvollem Blick vorm Briefträger, der ihr nicht nur einen, sondern gleich drei Briefe überreichte. Das musste sie direkt Tom erzählen. Also rannte sie aus der Haustür und dem Gartentor und die Straße herunter, direkt zu dem Haus, in dem Tom wohnte. Etwas außer Atem und mit einem roten Gesicht kam sie dort an. Bevor sie den Finger auf die Klingel legen konnte, streckte Tom schon seinen Kopf aus der Tür und strahlte sie an. Auch er hielt drei Umschläge in der Hand und schien sich riesig zu freuen. »Du hast also auch Antwort bekommen?«, fragte Mila. »Ja.« Gerade war der Briefträger hier und hat mir drei Briefe zugestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Wir haben die Briefe ja letzte Woche erst abgeschickt, antwortete Tom. Stimmt, das hätte ich auch nicht erwartet. Wollen wir sie gemeinsam lesen? Fragte Mila. Oh ja, komm mit, ich habe einen perfekten Platz dafür, antwortete Tom und ging mit schnellen Schritten voran. Er führte Mila die Straße herunter zum Waldeingang. Dort gingen sie aber nicht wie gewöhnlich geradeaus, sondern bogen rechts ab und gingen einen schmalen Pfad entlang. Kurz bevor der Pfad endete, wandte sich Tom nach rechts und bückte sich plötzlich. »Tut mir leid, der Weg wird etwas ungemütlich, aber glaub mir, es wird sich lohnen.« Also bahnten sie sich ihren Weg durchs Gestrüpp und Geäst, bis sie plötzlich vor einem riesigen Baum standen, der auf einer kleinen Lichtung wuchs. Mila staunte nicht schlecht. So einen großen Baum hatte sie selten gesehen. Sie schaffte es nicht einmal, ihn mit ihren Armen zu umfassen. Und seine Wurzeln waren so riesig, dass es gar nicht so einfach war, sie zu übersteigen. »Wollen wir klettern?«, fragte Tom. Erst jetzt schaute Mila genauer hin und sah, dass der Baum so große Äste hatte, dass er sich perfekt zum Klettern eignete. Ein paar Meter über ihr erblickte sie einen Ast, der leicht gebogen war. Perfekt für zwei Freunde. Also kletterten sie den Baum empor und saßen schließlich auf dem breiten Ast, den Mila von unten gesehen hatte. »So, jetzt können wir unsere Briefe lesen, ohne dass uns jemand belauschen kann.« Und so verbrachten sie den Nachmittag auf dem Baum und diskutierten über die Stärken und Schwächen, die ihnen ihre Freunde in den Briefen geschildert haben. »Ich hätte nie gedacht, dass jeder etwas ganz Unterschiedliches schreibt. Leonie hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie gerne segelt, Luca, dass er gerne töpfert, und Lucy, dass sie gut backen kann und schon die verrücktesten Torten kreiert hat«, sagte Tom. »Ja, da hast du recht. In meinen Briefen wurde Ähnliches berichtet. Aber bei mir im Alltag fühlt sich das ganz anders an. Ich habe immer das Gefühl, dass meine besten Freundinnen Merle, Lina und Sophia alle gleich sind. Wenn wir uns treffen, wollen wir immer das Gleiche machen. Wir mögen dieselben Dinge und haben eigentlich immer die gleiche Meinung. Es ist fast eine unausgesprochene Regel, dass wir immer alles mit den anderen absprechen«, antwortete Mila. »Das wusste ich gar nicht. Bei mir ist das nicht so. Ich habe zwar vieles mit meinen Freunden gemeinsam, trotzdem sind wir nicht komplett gleich und machen nicht immer alles zusammen. Mich würde das mit der Zeit bestimmt nerven, wenn wir alle immer genau der gleichen Meinung wären. Dann kann man ja gar nicht richtig diskutieren. Habt ihr denn wirklich immer alles gemeinsam und seid der gleichen Meinung? Das geht doch fast gar nicht. Ihr seid ja nicht alle genau die gleiche Person«, fragte Tom neugierig. Auf diese Worte wurde Mila nachdenklich. Es stimmte schon. Häufig war sie zwar der gleichen Meinung wie Merle, Lina und Sophia, manchmal würde sie aber schon gerne widersprechen.
Und manchmal hatte sie auch nicht so viel Lust, an allen Unternehmungen teilzunehmen. Es gab schon Tage, an denen sie lieber etwas anderes gemacht hätte und nicht ganz glücklich war, als sie trotzdem was mit ihren drei Freundinnen gemacht hat. Gerade letzte Woche kam es zu solch einer Situation. Nachdenklich fing sie an zu sprechen. Letztens waren wir spazieren und haben im Wald eine Gruppe getroffen, die klettern war. Ich fand, dass es sehr spannend ausgesehen hat. Als wir dann gefragt wurden, ob wir mitmachen wollen, hatte ich riesige Lust darauf und wollte gerne mitmachen. Die anderen fanden Klettern aber uncool und wollten lieber weitergehen. Ich habe nichts gesagt und bin dann mit den anderen mitgegangen. Dadurch, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen, passiert es schon mal, dass ich mich mit meiner Meinung zurückhalte. Ich habe das Gefühl, dass sich unsere Gruppe dadurch auszeichnet, gleich zu sein. Wenn eine von uns etwas mag, mögen wir es alle. Wenn eine etwas von uns nicht mag, mögen wir es alle nicht. Wir versuchen eben immer, möglichst gleich zu sein. Dadurch gibt es auch weniger Streit, sagte Mila nachdenklich und wirkte dabei etwas traurig. Aber wenn die drei wirklich so gut mit dir befreundet sind, sollten sie das akzeptieren, erwiderte Tom aufmunternd. Lass uns doch morgen etwas ausprobieren, auf was du Lust hast. Vielleicht eine neue Sportart? Wenn es dir gefällt, kannst du es bestimmt auch deinen Freundinnen erklären und sie werden es verstehen. Eigentlich wird es doch nur langweilig, wenn immer alle gleich sind und alle immer die gleiche Meinung haben, erwiderte Tom. Ja, da hast du recht, gab Mila zu. Eigentlich ist dein Vorschlag sehr schön. Ich habe richtig Lust darauf, eine neue Sportart auszuprobieren und morgen habe ich ohnehin nichts vor. Nachdem die zwei diesen Entschluss gefasst hatten, redeten und lachten sie noch lange zusammen. Sogar so lange, dass sich das Licht langsam orange färbte und die Sonne immer tiefer wanderte, bis sie schließlich hinter den Baumwipfeln verschwand. Mit einem guten Gefühl machten sich die zwei schließlich auf den Heimweg. In der letzten Geschichte habt ihr Mila und Tom jetzt nochmal besser kennengelernt. Und ihr habt auch die Freundinnen von Mila kennengelernt. Außerdem hat Mila das Problem beschrieben, dass sie nicht genau wusste, was für Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Gruppe da sind und dass die Gruppe immer möglichst gleich sein wollte. Das ist auch manchmal gar nicht so einfach herauszufinden, was dich eigentlich einzigartig macht. Könntest du das denn einfach so sagen, was dich einzigartig macht? Puh, das ist echt eine schwierige Frage, da müsste ich erstmal überlegen. Ja, das habe ich auch festgestellt, als ich darüber nachgedacht habe, was mich eigentlich einzigartig macht. Und damit euch das leichter fällt, haben wir ein Themenblatt dazu zusammengestellt, wo ihr rausfinden könnt, was euch einzigartig macht. Das Blatt findet ihr einfach unten in der Beschreibung. Hey Lea, weißt du, was ich letztens beim Spazierengehen gefunden habe? Oh wow, der sieht ja richtig schön aus. Weißt du, was das ist? Ich glaube, das ist ein Saarstein. Okay. Das hat mir Anna letztens erklärt. Manchmal, wenn man im Wald spazieren geht, findet man ja solche Steine, wie du jetzt gestern, und die darf man sich mitnehmen. Und dafür kannst du selbst einen Stein bemalen und kannst den dann wieder dorthin legen. Wow, das ist ja eine tolle Idee. Wenn ich sogar so schaue, ich glaube, hier ist was drauf, das macht eigentlich jemanden einzigartig. Weißt du was? Eigentlich könnten wir das doch auch machen. Oh ja, das wäre echt super cool. Wir haben ja jetzt eben kennengelernt, was uns zwei einzigartig macht. Hast du Lust, vielleicht einen Stein zu bemalen, was dich einzigartig macht? Auf jeden Fall. Deck deinen Tisch am besten mit einer Malunterlage ab, damit er nicht schmutzig wird. Nun kannst du starten. Um deinen Stein zu gestalten, benötigst du einen Stein, verschiedene Acrylfarben, Pinsel und einen Wasserbecher und Glanz- oder Sprühlack, um deinen Stein am Ende wetterfest zu machen. Überlege dir, wie du die Eigenschaft, die dich einzigartig macht, auf deinem Stein darstellen kannst. Jetzt kannst du beginnen, deinen Stein damit zu bemalen. Kannst du gut lesen, so könntest du zum Beispiel ein Buch auf den Stein malen.
Denk daran, deinen Pinsel bei jeder neuen Farbe, die du nutzt, zu säubern. Wenn du deinen Stein bemalt hast, lass ihn trocknen. Wenn du möchtest, kannst du auf die Rückseite deines Steins die Wörter Saarsteine und Jeder ist einzigartig schreiben. So kann man alle Steine, die in diesem Projekt entstehen, erkennen, wenn man sie draußen findet. Ist er komplett getrocknet, wird der Stein mit Glanzlack überzogen. Da der Lack einen ungesunden Geruch hat, solltest du gut lüften und am besten deine Eltern um Hilfe fragen. Mach ein Bild davon und schick es uns zusammen mit dem Lösungswort von deinem Themenblatt. Die schönsten Bilder werden von uns veröffentlicht. Das war ja eigentlich gar nicht so schwer. Und hat voll viel Spaß gemacht. Jetzt haben wir schon 3 Steine. Wenn ihr auch so schöne Steine gestaltet habt, dann könnt ihr uns ein Bild von den Steinen an diese E-Mail-Adresse schicken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr euch gerne 2 weitere Videos von uns anschauen. Und wir machen uns jetzt auf den Weg und legen unsere Steine aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.